Hallo, ich selbst habe hier wenig zu sagen, aber ich könnte euch mal etwas vorlesen, was ich denke, was jeder sich doch mal zu Herzen nehmen sollte. Also, der 1999 erschienene Science-Fiction-Film Matrix spielt in einer Welt, in der das Leben, wie wir es kennen, nur noch in Form eines gigantischen Computerprogramms existiert, in dem alle Menschen eingeloggt sind. Jeder kann sich entsprechend seiner Rolle in der virtuellen Computerwelt bewegen. In Realität werden aber alle Menschen von Maschinen in Kapseln gefangen gehalten. Die menschlichen Körper dienen den Maschinen als Energiequelle. Nur wenige Menschen, die aus der Gewalt der Maschinen befreit wurden, haben die schier unlösbare Aufgabe, sie müssen die anderen Menschen dafür gewinnen, die schöne, aber irreale Welt des PC-Programms zu verlassen, um in der realen Welt den Kampf gegen die übermächtigen Maschinen aufzunehmen. Was im Film die Maschinen sind, sind in unserer Welt die geld- und machtgierigen Architekten einer neuen Weltordnung. Die Massenmedien übernehmen dabei die Rolle des Computerprogramms und gaukeln der Menschheit eine freie und demokratische Welt vor, die es so gar nicht gibt. Und auch bei uns gibt es Menschen, die nur eines im Sinn haben, ihren Mitmenschen die Augen für dieses grausame Spiel zu öffnen. Lassen Sie sich wecken. Der Preis ist der Verlust des Scheinfriedens, der virtuellen Welt. Die Aufgabe ist der Kampf um die Herzen der belogenen und betrogenen Menschheit in der realen Welt. Der Lohn aber ist wirklicher Friede für alle in einer neuen Welt. Das war der Beitrag.